Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Sky Heaven, ein, ich glaube, relativ neues Spiel auf dem Markt. Und wir verwalten und bauen unseren eigenen Flughafen. Das Prinzip gibt es ja eigentlich schon relativ oft, aber sie machen es wieder ein bisschen anders. Und vor allem, du spielst nicht nur in der Gegenwart, sondern du spielst, wie man es hier schon sieht, mit den alten Tuk-Tuks auch in der Vergangenheit. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, wir spielen gleich mal ein neues Spiel. Hier sieht man schon, wir können hier zwischen den verschiedenen Zeitaltern auswählen. Jetschein ist zum Beispiel hier 2020. Warum jetzt zum Beispiel bis hier noch frei ist, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Könnte sein, dass ich bis dahin gespielt habe oder so, oder dass man das halt freischalten muss. Ich würde uns ein bisschen mehr Start Balance einfach geben. Zu Beginn 20.000, okay. Daily History Duration sind 2 Jahre. Scheint okay zu sein. Und ich würde sagen, let's start the game. So, da steht halt aktuell der Stand und wie alles läuft. Merkmale der Ära, in der wir uns aktuell befinden. Und wir sind jetzt hier auf unserem Flughafen. Ihr seht schon, das ist unser ganzes Gelände. Und ja, eigentlich relativ gemütlich. Ihr seht hier oben auch die FPS, die sind... ja, eigentlich nicht so schlimm, wenn man so überlegt, dass da eine RTX 93 hintersteckt. Aber hier steht hier, die täglichen Arbeitszeiten ist, die tägliche Arbeitszeit ist vorüber. Warte mal, wir laufen gerade, wir machen mal Pause. Nee, so, jetzt ist Pause. Spät kannst du keine Flüge mehr annehmen, du musst bis zum nächsten Morgen 7 Uhr warten, bis wieder gelandet werden kann. Nutze die Zeit, um deinen Flughafen zu optimieren. Wir müssen ihn nicht optimieren, wir müssen ihn erstmal bauen. Deswegen gehen wir hier mal auf Flugplatz vor allem. Wir haben hier jetzt das Treibstofflager, das Frachtlager und das Büro. Im Büro tun wir erforschen. Frachtlager ist natürlich für die Fracht zuständig. Und dann haben wir noch das Treibstofflager, wo wir das Treibstoff, den Treibstoff verwalten werden. So, hier haben wir die verschiedensten Pisten, zum Beispiel eine Rollbahn und auch Feldwege. Das wird sich natürlich in der Zukunft alles anpassen. Was jetzt für mich zum Beispiel wichtig ist, ist hier, dass wir eine Grasrollbahn und alles bauen. Ich würde hier eine hinbauen und hier. Bedeutet, wir bauen jetzt hier eine... Nein, ich brauche die Graspiste. So. Da seht ihr schon, man sieht auch die Anflugsrichtung. Und die können wir, wie war das? Oh Gott, ich bin teilweise zu blöd, weil hier stand irgendwo auch die Steuerung. Hier, R drehen. Dann können wir das hier so anpassen, wie wir das gerade brauchen. Und wie gesagt, ich habe jetzt schon circa einen Plan, wie das später ausschauen wird. Deswegen baue ich ein bisschen breiter fürs Erste, bis wir dann nachher neue Pisten bauen können. So, im Grunde, sie sollen hier landen. Deswegen tun wir hier auf Ankunft stellen. Und sollen dann hier abfliegen. Bedeutet, sie gehen hier hin, werden fahren hier raus, verteilen sich auf das Gelände und fahren dann nach hier wieder ab und starten hier durch. Das wäre der Plan. Wie gut das funktioniert, werden wir sehen. Hier gibt es dann die Abfahrten. Die platzieren wir natürlich dementsprechend an den passenden Punkten. Ich werde hier jetzt 2 platzieren, je nachdem, wie viel halt das Flugzeug zum Beispiel braucht. Und hier kommt nur eine hin, weil die sollen ja hier hin und dann ab geht's. So, dann tun wir gleich mal die Rollbahn designen. Wir nehmen die direkt mal so. Und eigentlich sollte die genau auch hier auf der Linie liegen. Perfekt. So, ich überlege gerade, ob wir das einfach direkt auch durchziehen. Weil sie fahren, fliegen ja dann sowieso in die Richtung auch. Oder ob wir... Ja, wir machen hier ein durchgehendes Feld direkt. Und das hier sind die Grasvorfelder. Auf diesen Plätzen bleiben die Flugzeuge stehen dann. Lassen sich befüllen, herrichten und alles drunter. Und dann fahren sie wieder runter. Das ist der ganze Plan dahinter. So, jetzt müssen wir nur schauen, wie wir das am Schluss machen. Weil am Anfang brauchen wir eigentlich noch nicht so viele. Ich würde die... Oh. Mein Problem ist immer, ich weiß nicht, in welche Richtung die auffahren. Hier hast du keine Richtungsweiser und so Zeugs. Was es natürlich auch nicht unbedingt einfacher macht. Wir machen jetzt mal so. Keine Verbindung zur Piste, keine Verbindung zur Piste. So. Ich halte jetzt mal hier so das Design so ein bisschen und mache hier mal 4 Plätze. Das sollte gleich für den Anfang reichen. Und ansonsten können wir das natürlich... erweitern. So. Ist wahrscheinlich jetzt ganz doof, weil wir jetzt dann hier sozusagen wieder auf die Piste fahren und da müssen sie sich natürlich orientieren.
Aber weißt du, wenn wir später ein größerer Flughafen sind, werden wir eben mehrspurig auch fahren. Aber es geht jetzt hier am Anfang nur darum, dass wir eine Verteilung haben. So. Dann müssen wir natürlich die Feldwege noch platzieren, auf dem unsere Fahrzeuge kommen. Da werde ich jetzt hier so ein, hier eine Straße hinsetzen. Dann werden wir die Straße nach vorne ziehen. Lock dich mal ein. Perfekt. Sieht man schon, da habe ich jetzt schräg platziert. Geil. Kann ich das nochmal umdesignen, bitte? Wo ist denn hier der Mülleimer? Ich habe gleich in dem Spiel noch nie was gelöst. Ah, da. Von der Hoppe. Also ich finde, das Spiel hat doch seinen sehr eigenen Flair. Was auch wieder sehr interessant macht. Zum Spielen eigentlich. Dann machen wir das hier so hin. Und platzieren dann hier vorne das Büro. Und dann tun wir... Machen wir hier so eine Seitenstraße einfach. So. Und so hin. Tun wir dann hier das erste Frachtlager zum Beispiel anbauen. Zack. Und das erste Treibstofflager kommt hier drüben direkt hin. Dann müssen wir hier natürlich noch erweitern. Dazu müssen wir immer ein Fahrzeug hinzufügen. Ich tue direkt mal auf 2 upgraden, weil safe ist safe. Wie schaut es mit unserem Kapazität gesamt? Wir sind eigentlich boom voll. Ne, Kapazität. Wir tun direkt mal auffüllen. Nehmen wir mal Versorgungsverwaltung. Neuer Vertrag. Wir haben hier keinen, den wir direkt anfixen können. Ne? Dann tun wir den hier. Ich hätte gerne 6000. Unterzeichnen direkt, damit der voll wird. Und hier werden wir nur mal die 2 Fahrzeuge schnell anbringen. Das sollte hoffentlich reichen. Ich finde es schade, dass die Musik weg ist. Warum ist das nicht so? Jetzt ist auf einmal so ein mega ruhiges Spiel geworden. Warte mal, hier zack. Kann ich hier? Warte mal, das will ich jetzt kurz wissen. Weil passend ja eigentlich gerade Audio. Where is the music? Weird. So, wir geben ihm hier gleich mal auf öffne Labor. Wir stellen einen Forscher ein und machen eine Luftverkehrskontrolle. Hier direkt. Und hier haben wir dann auch die verschiedensten Punkte. Büroarbeiter, da werden halt bestimmt Flugplanung, wird auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir direkt danach erforschen, weil dann kannst du halt Verträge auch abschließen und die Planung der Flüge vornehmen. Bedeutet, du kannst im Gegensatz zu jetzt, wo halt die Flugzeuge einfach kommen, rein theoretisch, sie planen und schauen, wann sie kommen. Terpelag wird auch sehr interessant noch, weil einfach wegen Geschwindigkeit und Straßen Frachtumschlaganweisungen tun halt die Kapazität auch erhöhen. Und das ist jetzt allgemein, um den Flughafen auch zu erweitern. Hier sieht man schon, kommen immer bessere Busse daher, Omnibusse, Transporter, Garage, Parkabholung und alles drum und dran. Und hier glaube ich, es kann natürlich auch sein, dass der Teil noch nicht, wie soll man sagen, noch nicht entwickelt ist auch. Das ist ja natürlich auch eine Möglichkeit. So, jetzt haben wir jetzt schon 2 Flugzeuge. Wir nehmen... Achso, warte mal. Stopp. Und das ist jetzt der Teil, den ich übersehen habe. Wir müssen hier natürlich immer die Sachen verbinden. Und ich mache das aktuell immer noch automatisch. Am Anfang kann man das immer so machen. Damit überhaupt auch die Gebäude wissen, zu was dürfen sie fahren und zu was nicht. Das ist doch eigentlich ganz wichtig. So, jetzt sehen wir hier. Der will 367 Einheiten tanken und 5 Fracht aufnehmen oder abgeben. Wir müssen auch Fracht immer nachkaufen. Das ist halt die andere Sache. Hier sehen wir beim 50 Fracht und 1000 Tank aktuell hier. Da müsste eigentlich auch irgendwann so ein LKW noch kommen mit Tank. Wir geben ihm jetzt hier mal das Vorfeld 1. Welches ist denn das Vorfeld 1? Das ist mal die gute Frage. Werden wir schon rausfinden? Das ist das Vorfeld 1. Und dann gehst du auf Vorfeld 2. Bedeutet, die 2 werden jetzt gleich benutzt. Und gleich müsste dann auch unser erster Flieger kommen. Der müsste dann ja eigentlich aus der Richtung hier wieder angeflogen kommen. Da kommt er. Versuchen wir jetzt in der Luft zu erwischen. Das ist ja ganz schön schwer. Da kommt das Flugzeug, unser erster Kunde. Die Flug, wuh, die Maus. Du kommst auch auf dem Flugfeld.
Schau mal, nimmt er schon die erste? Nee. Ist ihm noch zu schnell. Und wir haben die erste Landegebühr erhalten. Da kommt der nächste. Und der fährt jetzt ganz gemütlich hier die Straße entlang. Und jetzt haben wir halt zum Beispiel das Problem, dass jetzt so viele kommen wollen würden, aber wir nicht die Kapazität haben. Und jetzt sieht man schon hier schon, jetzt fährt der Tanker hin, jetzt fahren die Autos hin und bereiten sich sozusagen schon auf die Übergabe vor. Der gehört hier auch dazu. Und jetzt wird direkt sozusagen alles gemacht. Der fährt auch schon direkt im Tanken. Dann können wir hier rein theoretisch auch schauen. Hier Load Cargo ist blockt aktuell, weil Unloading gerade performt wird. Genauso wird Fueling performt. Und der zieht das jetzt hier so durch. Hier kommt die nächste kleine Maschine schon daher. Was ist denn das für eine süße kleine? Ist das eine Spitfire? Nee, klar, es ist keine Spitfire. Aber seht ihr, jetzt hat sich das zum Beispiel gebracht, damit der gleich früher abfahren kann. Und jetzt kann der nächste Flieger sogar ein bisschen früher wahrscheinlich auf die Landebahn aktuell auf dem Weg ist. Und das ist jetzt der Grund, warum ich dann irgendwann einfach anfange, ohne jeglichen Grund die Parkplätze auszubauen. Und die Fahrzeuge einzukaufen schon. Weil ich hasse es, wenn wir keine Ressourcen mehr haben. So. Da kommt der nächste Flieger. Weil ihr seht schon, die laufen auch hier nach einer Zeit ab. Also man sieht es hier ganz gut. Da unten, wenn der Balken durch ist, ist es vorbei. So, jetzt kommen natürlich die nächsten LKWs. Bist du? Du bist ein... Was du bist? Unterwegs zu Grasvorfeld 3. Der tut sich hier platzieren schon. Und der wartet gleich immer noch auf seine Load. Wird performing. Wo wird denn das performt, mein Freund? Oder ist es, weil die LKWs aktuell unterwegs sind? Und ich glaube, das hier ist unser Lieferant. Genau, da hat 6000 Fuel dabei. Ihr seht schon, wir sind nur noch bei 500. Bedeutet, wir müssen dringend auffüllen. Asche an, der fährt jetzt sozusagen hier lang. Was man jetzt zum Beispiel in der Zukunft machen könnte, ist, dass man die Straßen nach drüben verlegt, dann hier sozusagen die Auffahrt macht und die Abfahrt nach da verlegt. Und dann hätte man schon den Weg zum Beispiel angepasst. Oh, und jetzt sollten wir können aber aktuell, glaube ich, noch nicht, schon wieder ein paar Parkplätze hinzufügen, ein paar Vorfelder. Wohl können wir sogar. Einfach, weil wir aktuell echt auch den Need haben für das Zeug. Da muss ich jetzt leider schnell intervenieren. Und mir hier ein bisschen Platz machen. Sonst geht hier nichts mehr hin. Und das zeige ich mal hier so hin, hier so hin. Und dann braucht das Ding natürlich auch noch Rollbahnen. So. Dann kommen Connections. Weil je mehr wir natürlich haben und je höher die Auslastung ist, desto besser geht es bei uns auch voran. So, und dann können wir ihm jetzt zum Beispiel sagen, du kannst das neue Flugfeld 5 verwenden und du darfst das neue Flugfeld 6 verwenden. Somit haben wir schon mal ein bisschen Kapazität erhöht. So, die bereiten sich natürlich vor. Wir kriegen jetzt für alles ein Ding und jetzt hat sich der nächste schon verabschiedet. Und die nächsten sind durch. Die Starts können vorgenommen werden. Und dementsprechend wird das jetzt hier die ganze Zeit abgehen. Wir müssen schauen, dass die hier nach drüben, die werden jetzt hier alle sich wahrscheinlich auch nach einer Zeit ein bisschen aufreihen. Personalgebühren, Fahrzeuggebühren kamen jetzt alle auch rein. Aber die sind gar nicht mal so schlimm eigentlich. Solange wir eine hohe genug Kapazität hier auch haben. An Flugzeugen. So, aber schaut gut aus, die ganzen Flugzeuge kommen, sie werden auch alle versorgt. Wir haben noch ein Flugfeld frei. Da kommt der nächste direkt drauf. Und bis zur Nacht müssten wir mindestens ein bisschen Plus machen, damit der Flughafen sich halt ausbauen kann. Weil später würde ich halt hier zum Beispiel die Bahn hinstellen. Da sollen dann die ganzen andocken immer. Und unten fährt die Bahn zu dem raus. Das wäre zum Beispiel eine
ein gut geplantes System. So. Sind schon die nächsten Vorfelder wieder frei. Man muss halt hier unten die ganze Zeit auch so ein bisschen im Augenwinkel haben, was abgeht. Das ist so das andere Problem. Und wenn natürlich die Flugzeuge merken, oh, das geht gut, dann kommen irgendwie gefühlt immer mehr. Also zum Beispiel der ist jetzt weniger lukrativ, weil der will nur tanken, ein bisschen laden. Geht natürlich auch schnell. Und der hier will natürlich Landung und nur tanken, aber macht halt natürlich auch viel mehr Kohle. Deswegen tue ich den jetzt hier mal preferen, weil er uns einfach mehr Geld bringt insgesamt. Wir werden jetzt hier auch mal direkt wieder Versorgung, neuer Vertrag. Ach, jetzt sind wir hier. Eine Lieferung von 50 bestellen. Jeden Tag um 12 Uhr, würde ich sagen. Unterzeichnen wir. Das ist jetzt aktuell der Stand. Und das, da kannst du später richtig gut ablesen, wenn du halt die geplanten Flüge machst. Wann ist denn aktuell nach dem Plan dein Tank leer? Ist es jemals leer? Und dann kannst du sozusagen auch noch viel besser durchplanen. Alter, das geht jetzt hier wieder zack auf zack. Wo du zum Beispiel Kapazitäten auch nutzen kannst. Ihr seht schon, der Tank ist auch schon wieder zur Hälfte leer. Da muss ich jetzt auch gleich mal wieder nachbestellen anfangen. Sofort hätte ich gerne eine Lieferung von 4000. Schau mal, kann ich hier trotzdem irgendwie eine Lieferung sofort bestellen von wenigstens 10? Wir werden nicht noch schauen, dass wir so viel wie möglich auch hier rauskriegen an Flugzeugen. Und ihr seht schon, jetzt läuft es eigentlich relativ gut an der Zeit. Man muss halt die ganze Zeit so ein bisschen auf Zack auch sein. Dich hier, weil du bist schon am längsten am Warten. Danach würde ich jetzt den 500er nehmen. Habt ihr euren Freund? Ja, perfekt. Dann kommt der gleich mal raus. Da ist noch so ein 500er. Oh, jetzt kommen ganz viele 500er. Jetzt kommen viele 500er und jetzt haben wir auch schon wieder schöne 3000 auf dem Konto liegen. Bedeutet, wir sind hier eigentlich ganz gut unterwegs. Und ihr seht schon, wir sind jetzt immer gefragter auch auf dem Markt hier. Problem ist natürlich, wenn jetzt zum Beispiel kein Flugzeug kommt oder kein Flugzeug da ist, das wir benutzen können, müssen die Systeme oder alles auch ein bisschen warten drauf, dass wir sie wieder auffüllen können. Und das wird jetzt zu einem kleinen Clock-up hier auch in der Warteleiste führen. Wir werden jetzt gleich mal die unten nehmen, weil die sollten eigentlich schnell sein. Also jetzt schon, wir brauchen eine halbe Ewigkeit, bis die Flugzeuge kommen. Das sollte sich alles ändern, sobald wir hier halt mehr Startflächen haben. Hier drüben dann noch ein paar haben. Und dementsprechend müssen wir dann auch hier die ganzen Sachen anpassen. So, du bist jetzt dran. So, was sagt der hier? Der wartet noch auf Load Cargo. Jetzt haben wir schon den nächsten wieder frei. Der bringt uns dann 500 auch. Und jetzt haben wir eh nur noch 500 da gerade auch auf der Liste stehen. Jetzt müssen sich bloß unsere Fahrzeuge noch bemühen, dass sie ordentlich arbeiten. Und dann sollten wir bald durchkommen. Aha, da könnte man aber vielleicht nochmal nachbestellen auch an Flüssigkeit. Obwohl aktuell stehen wir ganz gut gar. Könnte knapp werden, meine Freunde. Könnte knapp werden. Aber ja. Da ist der nächste Flughafen frei. Der nächste Flughafen. Der nächste Landeplatz. Und ich bin gespannt vor allem, wie es dann nachher wird, wenn du halt wirklich eine bestimmte Größe schon erreicht hast. Und dann halt, da managst du ja nicht mehr so, weil das ist ja echt nur der Start. Da kannst du später wahrscheinlich auch so On-Demand-Flüge noch trotzdem machen. Aber du machst dann halt grundsätzlich mehr Planung und lässt den Flughafen von sich ja rein theoretisch selber laufen ein bisschen. Aber man sieht hier Arbeitsablaufpunkte 45 gesamt. Wahrscheinlich, weil wir so viel schaffen. Und Flugzeuge am Flughafen 9 von 10. Also insgesamt 10 Flugzeuge können wir eh auf dem Flughafen nur haben. Also eh eigentlich gar nicht mal so viele. Jetzt ist der nächste Flughafen frei. Dann sieht man schon, wir machen jetzt ordentlich plus 5000, ist ja nicht schlecht. Und dann tun wir hier zum Beispiel jetzt noch eine Reihe hinzufügen, weil es dauert ja halt eine Zeit, bis das Flugzeug kommt, bis das Ganze geklärt ist, die Flugfelder frei sind und. Als nächstes können wir hier umdesignen zum Beispiel und alles drum und dran. Kann ich eigentlich an den Kurven? Nee. Das wäre cool, wenn man sagen könnte, okay, wo darf welche Spur zum Beispiel hinfahren. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Es sind insgesamt 20 Minuten vergangen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist immer wieder was Neues. Seit längerer Zeit auch ein bisschen anderer Stil wie sonst. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet.
Bedeutet, ich werde das auch gleich lesen, weil ich diese Woche aktuell noch ein bisschen im Verzug bin. Bedeutet, wenn diese Folge draußen ist, drehe ich erst die nächste. Und ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles um diesen Daumen nach oben da abonniert, wenn ihr noch nicht habt, vergesst nicht, die Glocke zu drücken, um jedes Mal zu informiert werden, wenn ein neues Video von mir rauskommt. Und dann bis zum nächsten Mal. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.